herzlich willkommen zur 11. Folge von Mudrunner, genau. Gold Rush The Game. So, hier ruckelt es in der Stadt, das hatte ich vor 2 Folgen auch schon mal erwähnt, dass es hier ab und zu mal ruckelt. So, in der letzten Folge haben wir uns das Ding, was ihr gerade hinten und ans dran hängt, was ihr gerade nicht sehen könnt, ich glaube, ich euch hier nochmal zeige, gekauft. Nämlich den großen Wasserkanister hier. Denn unser Bach ist ausgetrocknet. Weil es ist zu heiß. Das heißt, wir haben jetzt kein Wasser mehr und können nicht mehr weiter arbeiten. Ne? Haben uns dann auch angesehen, wie Tier 3 und 4 und 5 aussehen. Ich bin gerade falsch abgebogen. Wie sag mal so, wie die Eisenbahngleise ohne ohne Bahnübergang, aber egal. Und dann wollten wir uns diese Folge ja nochmal anschauen, festlegen und überlegen. Also erstmal anschauen und überlegen und dann festlegen, wie wir denn jetzt fortfahren. Was denn jetzt sinnvoll wäre und dann natürlich noch ein bisschen Gold farmen, weil das wollten wir eigentlich letzte Folge schon machen, bis halt eben der Bach ausgetrocknet ist. Soweit erstmal der Plan. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, schließen das ganze Ding hier an und während wir dann anfangen zu baggern, können wir uns ja mal Gedanken machen über das Ganze. Das mit Schürfen ist, beziehungsweise da müssen wir mal schauen, ob wir das beim Baggern machen oder ob wir uns da die Menüs dazu parallel anschauen wollen, je nachdem. Ja, das war gerade mein Nachbar, der gebohrt hat. Vielleicht habe ich es rausgeschnitten. Ich glaube, mein Mikrofon hat es aufgezeichnet, deswegen überhört könnt ihr es wahrscheinlich nicht haben. Damit müssen wir jetzt leben. Immer diese bohrenden Nachbarn, ey. Ja, vor allem abends 20.15 Uhr. Primetime-Bohrung. Nee, warte mal, ich stehe hier falsch. Ich sollte mich woanders hinführen. Ich sollte mich woanders hinstellen, und zwar ungefähr hier, weil hier mal nämlich das Wasserkabel auch gekappt. Und das hier ist auch die Stelle, wo wir dann jetzt alles anschließen müssen wieder. Solltest du den nicht einfach so nah wie möglich an der Waschanlage, da wo du es brauchst, platzieren? Nee, ich muss es... Damit du nicht unnötig Pumpen das verschwendest? Das macht also keinen Unterschied. Strom, Diesel? Das macht keinen Unterschied. Meine ich. Wir haben jetzt was neu. Nee, ich schließe einfach hier direkt an dem Ding. Wenn ich da vorne irgendwo rumfummel, dann mache ich am Ende irgendwas kaputt. Das weiß ich jetzt schon. So. Ich hab viel Selbstvertrauen. Dann, hier habe ich, der hier rumliegt, ist der angefangene Dieselkanister. Die anderen auf meiner Ladefläche sind alle voll. Kann ich so den angefangenen nutzen, ne? Um den Apparillo hier mal voll zu tanken, ne? Ah, ne, der ist leer. Gut. Nein, nicht. Dann füllen wir den hier einmal auf. Dass der auch ordentlich arbeiten kann. Das Geräusch. Klingt diese nicht so, wenn den überfüllt? Ich glaube nicht, dass dieser kleine Plastikbehälter da so ein Geräusch macht. Bei dem Tank, bei dem großen Metalltank kann ich es mir vorstellen, ja. Aber nicht bei diesem kleinen Plastikding da. Weißt du, was ich meine? Ich überlege gerade, wenn das Fassungsvermögen von dem so groß ist, an Diesel, wie viel verbraucht der dann? Also wie hoch ist der Verbrauch, wenn der 20 mal 5, also 100 Liter fasst? Das ist mehr als mein Auto fassen kann. Und Treibstoff. Das Auto hier, das kann 75 Liter fassen. Und hier muss ich jetzt 100 Liter einfüllen. 20 waren schon drin. Bin gespannt. Ah gut, wir haben so 100.000 Liter Wasser, das heißt, das sollte erstmal reichen, ne? Bis der Bach hoffentlich wieder funktioniert. So, wo ist denn der Anschalter? Ah. Start. Wir haben Wasser. Wir haben Strom. Wir können die Waschmaschine anmachen. Und wir können baggern. Yay!
So. Also, wie verfährt man jetzt am besten? Was meinst du, Tobi? Aus deinem Bauchgefühl heraus. Lohnt sich Geld verdienen. Hä? Ich bin für Goldnuggets und Geld verdienen. Ja, dafür bin ich ja auch. Die Frage ist nur, wie macht man es hier am effektivsten? Ne? Lohnt es sich dafür, hier einen Tier 3 aufzubauen? Was meinst du? Oh. Wir haben hier eine sehr, sehr niedrige Goldausbeute auch nur. Und der Claim ist auch nicht wirklich gerade zukunftsfähig. Aber würde sich Tier 3 hier trotzdem lohnen? Ich habe echt keine Ahnung. Also ich meine, hast du schon mal Tier 3 gemacht? Höher als Tier 2 bin ich noch nie gekommen zum Spiel. Das ist ein Statement. Wenn du eine falsche Taste drückst, dann wird sich die ganzen Goldsand wegschwürft. Deswegen, weil ich bin mir echt unsicher, ob sich das lohnt. Ich meine, es kann halt beides irgendwie gut sein, dass es sich halt erstmal nicht so richtig lohnt, aber könnte halt auch einfach durch die Menge, die du dann durchmachen kannst, durch die erhöhte Effizienz, dass es dann halt sich schon irgendwie wieder halb lohnt. Ja klar, aber würde man einen anderen Claim nehmen, was wir der Preisvergleich, eh machen, ne? Der Preisvergleich zwischen neuen Claim kaufen, das Zeug rüberschaffen und eine höhere Dings rausbekommen, also eine höhere Dichte an Gold. Oder halt sich neues Zeug zu kaufen, damit mehr Menge durchzumachen und damit dann insgesamt mehr Gold zu verdienen. Und danach erst den Claim. Das ist die Frage, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ob wir erst Tier 3 und dann den Claim oder erst den Claim und dann Tier 3? Das ist genau die Frage. Und da habe ich echt keine Ahnung, wie da die Verhältnisse sind. Aber stimmt, man könnte natürlich auch das ganze Tier 3 Zeug hier aufbauen und dann rüberschaffen, ne? Auf den neuen Claim und den später dann haben. Ja, und dass man dann hier halt erstmal eine größere Menge durchmachen kann, dadurch mehr Geld verdient, oder dass man halt den neuen Claim nimmt, dadurch mehr Geld verdient mit dem Tier 2 Zeug, weil es halt dichter ist. Aber was da jetzt genau die bessere Variante ist, weiß ich nicht. Aber ich wäre, glaube ich, für neues Zeug kaufen, dann hier die größere Menge durchmachen. Aber ich habe auch keine Ahnung, also daher verlasse ich mich drauf. Ich habe genauso wenig Ahnung. Ich gebe keine Garantie auf Sinnvollheit dieser Empfehlung. Das heißt, du wirst mir jetzt empfehlen, nach dieser Folge offscreen mal durchzurechnen, was das Zeug alles kosten würde, was wir für Tier 3 brauchen, ne? Ja, genau. Dann hier viel zu baggern und Geld heranzuschaffen, ne? Sodass wir dann in der nächsten Folge bestenfalls anfangen können, den Tier 3 aufzubauen, weil... Ich sag mal so, in den ersten Folgen des Let's Plays damals habe ich recht ausführlich alles gezeigt. Wir hatten ja, glaube ich, auch 6, 7 Folgen nur zu Tier 1, wo es einfach nur ums Schaufeln ging und das Aufbauen davon. Und ich glaube, der spannendste Teil ist ja eh immer, wenn man das Ganze hier aufbaut. Weil wenn es dann funktioniert, das ist noch ein bisschen langweilig. Ja. Aber wie man das ganze System aufbaut, das ist immer das Komplexe und Spannende hier in dem Spiel insbesondere. Deswegen ich eher ein Freund davon bin, dass ich dass dieses Let's Play in Zukunft regelmäßig kommt als bisher, nicht mit einem Jahr Pause dazwischen, ne? Aber dass es immer noch recht unregelmäßig kommt oder sehr selten, ne? Aber dafür ich dann jedes Mal in so einer Aufnahmesession immer ordentlich Content zeige, wie jetzt halt eben den Content aus Tier 2 halt eben mit fertig aufgebauten Tier 2 Zeug und dann halt eben bis zum nächsten Mal halt eben vorspiele. So, dass wir dann halt eben das Tier 3 Zeug uns dann anfangen können zu holen und dann hier auch aufzubauen. Jo. Da wäre natürlich auch nochmal die Frage, kann man das Tier 3 Zeug unterteilen? Also kann man erst einen Teil auf Tier 3 machen und dann den anderen Teil? Dass man halt einen Teil schon mal beschleunigt von der Verarbeitung her? Ja, könnte man machen, aber das wäre, glaube ich, sehr ineffizient, weil das Zeug dann die ganze Zeit hin und her schleppen müsste. Das sind dann bei Tier 3 auch so große Massen, ne? Dass du noch nicht mehr in Eimer oder so schleppen kannst. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also wenn es geht, dann ist es wahrscheinlich extrem ineffizient und dumm. Und ja, aber während des Prozesses, wo du von Tier 2 auf Tier 3 gehst,
Ich glaube, es wäre eher sinnvoll, einfach hier mit Tier 2 zu arbeiten, dann nach und nach die ganzen Tier 3 Komponenten zu kaufen und aufzubauen und dann einfach zum Betrieb zu nehmen, wenn alles fertig ist. Ich würde bezweifeln, weil das anders geht. Deswegen. Nein. So. Deswegen. Aber wirklich, da würde ich einfach mal bis zur nächsten Folge das wirklich alles mal durchkalkulieren. Dass wir das dann da so haben. Und wir können vielleicht dann gegen Ende der Folge auch nochmal schauen, ob es mittlerweile Mitarbeiter gibt. Wir hatten ja vorletzte Folge das Mitarbeiter-Feature auch freigeschaltet. Bis 10.000. Richtig, dass wir mal schauen können, ob wir vielleicht ein paar Mitarbeiter bekommen, die uns dann hier tatkräftig unterstützen. Ne? Beziehungsweise das, die werden wir dann hier nicht sehen können, sondern die werden dann einfach nur die bei uns angestellt sein und werden dann einfach eine gewisse Menge an Geld generieren. So ist das System hier halt aufgebaut. So. Aber gut, ich würde sagen, das weitere Schaufeln, das machen wir jetzt einfach mal mit ein bisschen musikalischer Untermalung für euch und auch ein bisschen für euch beschleunigt. Weil ich glaube, das wird sonst doch ein bisschen sich hinziehend, wenn ich das jetzt weiter hier in Lifetime mache. Haben wir gerade nochmal ein Nugget gefunden. Ne? Andererseits ist aber auch unser Goldeimer so gut wie da ist die Waschmaschine. Ist so gut wie voll. Ist jetzt 96%. Da ist eine Schaufel reinzuhauen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht so unbedingt. Deswegen nehmen wir jetzt einfach unseren Goldsand, den wir jetzt diese und letzte Folge erzeugt haben. Ne? Der durchgewaschen wurde. Das Goldkonzentrat. Und wenn es aber hier noch von Magnetit abscheiden, ne? So, da seht ihr schon, unser Magnetit hat glaube ich schon 3% Füllung, 4%. Also Magnetit, das ist immer nur ein relativ kleiner Anteil, der da rauskommt, aber ja. Es erhöht den Reinheitsgrad vom Gold. Richtig, und das Magnetit kann halt auch nochmal gewinnbringend verkaufen, deswegen. Warum würde man es nicht tun? So, hier auf der anderen Seite, da war der Anschalter dann noch. Man sieht da, wie unser Gold plötzlich hochgeht. So, 200 haben wir geknackt.
So, 230, 40, 200. 50 Gramm haben wir auch geknackt. Ihr seht, wir haben da einiges zusammen gesammelt. 275 haben wir auch geknackt. Für etwaige Hintergrundstimmen bitte ich mich zu entschuldigen. So, 114. Jetzt. Jetzt hat gerockelt, okay. 114 Gramm Gold haben wir. Uns besorgt. Machen wir hier einmal aus. Und hier auch einmal aus. So, und haben immer noch 87% unseres Sprits. Und wir haben knapp 10.000 Liter Wasser verbraucht. Also an sich doch ganz solide. So, dann wird es auch Abend. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt aber noch kurz das Gold, was wir haben, einzuschmelzen, ne? Und zu verkaufen, ne? Dass wir auch sehen, was wir da jetzt gemacht haben. Und das ist dann auch ein perfekter Abschluss für diese Aufnahmesession. Und bis zur nächsten Session werde ich dann wirklich mal durchkalkuliert haben, wie viel Geld brauche ich, dann das auf den Goldkurs übertragen und somit dann auch schauen, wie viel Gold muss ich halt eben schaufeln. Und dann in der nächsten Folge dann, wie wir auch in Folge 9 begonnen haben, damit, dass das ganze Gold, was ich habe, dann mit euch in einem Zeitraffer oder irgendwie auch immer, weil es wird dann eine gute Menge Gold sein, nicht nur 1000 Gramm, wette ich. Weil ich glaube, 40.000 Kilo sagen. Weil für 40.000 Euro, die wir dafür bekommen haben, für das Kilo Gold, da kriegst du vielleicht ein, zwei Geräte, aber keineswegs alles. Weil ich sag mal, das Kraftstofffass und das Wasserfass, das haben wir ja schon. Ja, ja, nee, die brauchst du ja, aber ich rede jetzt von den Maschinen, die du zwangsläufig dafür brauchst. Das brauchst du ja nicht. Das ist ja auch Zeug, das kannst du ja, du kannst auch weiter das Zeug mit Kanistern befüllen. Du fährst dann zwar mehr mit dem Auto Kanister holen, als du schaufelst, aber trotzdem könntest du ja auch mit Kanistern füttern weiter. Deswegen. Und das Wasser aus dem Tank werde ich auch nicht beziehen. Also ich werde das Wasser weiterhin aus dem Fluss beziehen, weil das einfach günstiger ist. Und simpler. Da muss ich nicht jedes Mal neues Wasser rantransportieren. Aber ja. Das werde ich jetzt wirklich alles mal durchrechnen, dann in Gold umrechnen, wie viel Gold ungefähr sein muss, dann das Gold schürfen und das hat es hier in der Folge 9 gesagt. Umso länger du spielst auf der Map, desto stärker werden die Bugs, wenn du in die Nähe der Stadt kommst. Und hier an der Polizeiwache, wo wir und hier an diesem Großmaschinenhändler, wo wir jetzt gerade sind, da sind sie am schlimmsten. Deswegen scheut es halt auf den Boden, dass nicht so viel geladen werden muss, weil dadurch ist es weniger ruckelig. Solche da lang gemusst. Weil da ist der Schmied. Aber hatte ich ja auch schon gesagt, das liegt auf jeden Fall nicht an meiner Hardware, sondern eher daran, dass das Spiel von 2016 ist oder 17 oder irgendwie so. Und wahrscheinlich nicht für meine Hardware optimiert ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube zum Beispiel RTX-Grafikkarten gab es damals ja auch noch gar nicht. Und ob es da meine Serie von AMD-Cores gab, das würde ich auch bezweifeln wollen. Deswegen, was sind das denn für Todesruckler, die ich hier habe? Hilfe, das sind ja Frame-Einbrüche jenseits von Gut und Böse. So, 282 Gramm, die schmeißen wir kurz ein. Und da holen wir das Gold auch wieder ab. Unter Ruckland von jenseits von Gut und Böse. Hilfe, Spiel. Ihr seht, ich glaube, ich darf das Spiel nicht zu lange am Stück spielen, weil ansonsten fängt er einfach wirklich alles nur noch an zu ruckeln. In der letzten Folge und auch in der vorletzten Folge, da lief das ja ganz reibungslos ohne Ruckler. Aber diese Folge jetzt. So, und dann werden wir mal schauen, ob bei der Bank immer noch dieser wundervolle Goldkurs vorhanden ist oder ob der jetzt durch unsere Goldverkäufe eingebrochen sind, wo ich aber nicht behaupten wollen, weil also das was ich jetzt verkauft habe, war jetzt ein klein bisschen, was jetzt nicht unbedingt den globalen Goldmarkt strapazieren sollte. So, wir haben wieder Wasser, weil Yay. Es ist kühler geworden, nur noch 20 Grad.
Deswegen, Wasser fließt wieder. Ja. So viel dazu. Ich würde sagen, das verkaufen wir dann nächste Folge gleich mit dann. Ne? Nee, nee, verkaufe jetzt direkt. Och, Pascal, echt mal. Ja. Ich will jetzt bei Netto Null sein erstmal. So. Für 10.700 verkaufen wir. Dann sind wir vielleicht 11.000 bekommen, wenn der Wert ein bisschen höher ist. Also es sind 300 Euro jetzt. So, wir haben 20.563 Dollar. Gold haben wir jetzt so und so viel. Geld kann sein, dass die nächste Folge dann, die dann erst in ein paar Monaten oder so kommt, vielleicht, also wahrscheinlich erst in ein paar Monaten kommt. Kann es sein, dass wir ein bisschen weniger haben, weil ich einfach Treibstoffkosten und so hatte. Aber mit 20.500 Euro sollte ich erstmal, Dollar sollte ich erstmal gut über die Kunden kommen. Und Gold wird dann ja sehen, wie viel das ist. Das soll ich bis dahin geschürft haben, also erstmal vorher nachgerechnet haben, wie viel wir denn brauchen. Und dann schauen wir mal, in welcher Jahres wir dann sind. Ob wir da immer noch im Sommer sind, wahrscheinlich eher gegen Ende Sommer, würde ich behaupten wollen. Oder ob ich es sogar schon ein bisschen Herbst geschafft habe. Das wird sich aber alles zeigen. Bis dahin erstmal danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald demnächst irgendwann in einer neuen Folge von Gold Rush wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.